Speed Challenge. Elias kommt. 50. Elias kommt. 60. Elias kommt. 80. Alter, sehr schnell. 84. Junge, war das schnell. Ich bin jetzt Rennradprofi. Servus. Welcome to Sender TV. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sender TV. Schau, was ich hier hab. Die Bachel 9000. Na, Bachel 9000, eine Radarpistole. Und heute geht es darum, wie schnell wir Rall fahren können. Mit den Rennrädern ist es ja langweilig. Und ich weiß nicht, ob das mit den Mountainbikes hinhaut. Was meinst du? Schaffen wir's? Ich denke schon. Also 90 auf jeden Fall, 100 müssen wir ganz schön tappen. Ich bin jetzt tatsächlich echt gespannt, weil ich hab's geschafft, den Blitzer reinzufahren. Die Polizei hat uns auch probiert zu treffen und hat uns fast nicht getroffen. Der Anleitung steht dran, man kann sogar einen Baseball damit. Das ist ein bisschen größer als ein Baseball. Okay, probieren wir es aus. Aber wir haben noch was ganz Besonderes. Seine neue Frisur an. Baut schon echt hochwertig aus, oder? Voll investiert für Sender TV. Ja, was muss ich denn da tun überhaupt? Ah, okay. Ja, probieren wir das mal aus. Du bist jetzt sicher nicht, dass er 30 km/h anzeigt. Als ob das 30 war. Hey, ist KPH? Kilometer per Hour. Ja, warum heißt es denn noch nicht KMH? Benutzung. Drücken des Knopfes LCD-Display auf On stellen. Das ist schon. Genau. Als schnellen Bezug auf Präzision daran denken, die Bewegungsrichtung des Ziels in direkter Linie zu sich selbst halten und nicht senkrecht zu sich. Jetzt wisst ihr, warum wir Rallfahrer sind und keine Polizisten, Alter. Ich bin ready. So weit. Ja, seid ja. So, jetzt bin ich tatsächlich gespannt, Alter. 71. So, was meinst du, wie schnell warst du? 75 km/h. Soll ich noch weiter runterstehen oder was meinst du? Ich glaube, mehr treten oben. Haus hinten eine. Also, ich denke, 90 geht hier. Ja, aber ich will die 100 schaffen. Ja, 100 wäre fett. 430 km/h. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir müssen die 100 schaffen. Kommt er? Okay, irgendwas hört man. Alter, der Hund ist schnell. Der Hund ist schnell. Der Hund ist schnell. Also mehr geht nicht. Von oben voll reingetreten, von unten voll getackt. Wie wird's da unten manch? Ja, manch wird's noch steiler. Aber viel bringt's nicht. Vielleicht 85, aber. Scheiße. Ich brauch ziemlich greifen. Haben wir nicht. Jetzt probieren wir mal was aus. Und zwar, ich fahr mit dem E-Bike. Das E-Bike hat einen Tacho dran. Und dann schauen wir, ob die Geschwindigkeiten zusammenpassen, weil ich zweifle da ein bisschen. Schauen wir, wie schnell das E-Bike ist. Ah, steht ja. Ich ruf die an. Okay. Hallo? Alter, sendet. Gib Gas. Das wird jetzt witzig. Alter, ist ja schnell. Oh! 79 war es, aber was hat es bei dir angezeigt? 87. Also ich stehe jetzt ein bisschen weiter unten. Ich glaube 85 schafft er, aber mehr wird hier schwierig, glaube ich. Okay, Elias hat gerade angerufen, dass er jetzt gleich kommt. Okay, Elias kommt. Elias kommt. Elias kommt. Alter, sehr schnell. Juhu! 83, Alter. Was hat's bei dir angezeigt? 83 km/h. Okay, bei mir hat's jetzt 89 angezeigt. 89? Mal, ja? Auf der Straße geht nicht mehr. Weil die Straße ist ja ziemlich steil. Ja, ja, aber die Frage ist, was können wir optimieren? Was meinst du, ist enge Kleidung viel schneller? 2-3 km/h. Weil am schnellsten war ich tatsächlich da unten. Da unten, echt? Krass. Aber mit dem E-Bike ist glaube ich gar nicht schlecht, oder? Ja, du hast ein bisschen mehr Gewicht und so. Ja, und liegt besser auf der Straße. Alter, jetzt habe ich da unten eine Bremsspur gemacht. Ja, ich klicke. Schau mal, jetzt hat es mal einen halben Reifen runtermontiert. Okay, sollen wir es nochmal probieren? So, was ist jetzt ausgepackt, Alter? Ja, da bist du richtig schnell damit. Vor allem rosa und rot, Alter. Passt perfekt zum Mazzocchi. Hast schon Sonnenbrand, Alter. Sieht aus wie ein Rennradprofi. Alter. Outfit Jack. Ich kann leider gerade nicht, ich muss Sender TV schauen. Wir sind jetzt tatsächlich am Schauen, weil wir sind ja mega schnell. Wir sind ja mega schnell. Und dann muss das Visier eigentlich weg, aber... Also es geht weg auf jeden Fall, aber ich weiß nicht wie.
Ich hab's kaputt gemacht. Nein, never ever. Ja, das klopfen wieder rein. Super, wie neu. Alter, fuck, siehst du schnell aus. Okay, Elias hat angerufen, dass er auf dem Weg ist. Ich stehe jetzt noch ein bisschen weit unten. Da unten kommt ein Auto. Ich hoffe, das ist gleich weg. So, schauen wir uns das an. Und auf geht's. So. Und so, oh, das wird knapp. Oh, das wird ganz knapp. km/h. Junge, war das schnell! Alter, krank, hey! Wie viel hast du geschafft? Bei mir war es 85. 93. Hä, ja, aber. Und 85, aber ist in dem Fall echt so viel Unterschied da. Alter, war das schnell, hey, ich hab so Schiss gehabt, wo das Auto da gekommen ist. Ja, ich hab mein Auto echt zelle jetzt. Hey, das ist gestört, wenn du da. Also, das ist krank. Die Frage ist, wie viel Bar Luftdruck hat jetzt drin? 2,9, 2,8 reingemacht. Ah, okay. Ja. Was kann man noch optimieren? Wie viel war es 93? Also 100 ist nicht unmöglich. Ja, aber nicht auf der Straße. Nicht auf der Straße. Nicht mit dem Rennrad. Mit dem Rennrad auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du hier so Semislick-Reife drauf hast, schaffst du 100. Sollen wir das Dirtjump-Rad holen? Nein. Hey, ich frage mich, was die da machen. Wandern. Wandertag, oh. Mitten auf der Hauptstraße. Na geil, Alter. So, brauchen wir die Seier. So. Komme. Let's fucking go. Okay, Elias hat gerade angerufen, das wird jetzt witzig. Hey. Ich hoffe, diesmal kommt kein Auto, wenn ich glaube, dass er 95 schafft. Also zwar nicht mit dem Gerät, aber mit seinem Bike. Irgendwie hat jeder Schiss, weil ich hier mit so einer Radarpistole stehe, aber ich will eigentlich gar nichts Böses. 60, komm mal. 80. Alter, fuck my life, ist der schnell. Noch. 85 zeigt sie wieder an. Mal schauen, was Elias sein Tacho sagt. Schneller wie 93 geht nicht. Scheiße! Wir brauchen tatsächlich eine andere Strecke. Und 85 waren es bei mir. Bei mir auch wieder genau gleich 93. Krass, aber das sieht so pervers schnell aus. Ich hab sogar Schiss, dass du an mir hängen bleibst, dass du meine Hand wegrast. Was heißt das? Wir brauchen eine andere Strecke. Wir bauen einen steileren Berg. Das geht doch nicht. Hey, aber wir müssen die 100 km/h irgendwie schaffen. Wir müssen auf jeden Fall recherchieren. Steilste Straße Europas. Das habe ich tatsächlich schon gegoogelt. Ja, ja. Aber hallo, so. Warte kurz, ich kann einen Anruf. Hat Spatschel 1000 angerufen. Ja. So, das ist jetzt die Frage, wie wir weiter tun. Ich glaube tatsächlich, das Beste ist jetzt, wir lassen es jetzt so stehen bei 93 km/h. Das heißt, wir müssen jetzt weiter suchen. Ja, ich will es schaffen, Alter. Also über 100 müssen wir. Ja, nächste 2 bis 3 Wochen. Passt. Ja. Hey, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.